Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben. Ich bin immer noch sprachlos und sauer, nachdem ich die Comedy, diesen Schweigemarsch heute in Berlin gesehen habe oder Ausschnitte mir davon angeguckt habe und kann nur sagen, meine Fresse. Wie tief kann man sinken? Da wird mit Herzchen, weißen Herzchenballons durch die Straßen geschlendert, mit Sklavenwindel verkleidet, schön auf Abstand zu einem ausgesonderten Feuerwehrauto, auf dem dann ein kaum des Singens mächtiger Schlagersänger ein Demoliedchen trällert, um dann an die Demo-Domina Viviane Fischer zu übergeben, die dann erstmal alle auffordert, schön Sklavenwindel zu tragen und diesbezüglich auch feinsäuberlich die Abstände einzuhalten. Meine Fresse! Wie schlimm ist das? Diese kontrollierte Opposition ist der Untergang jeglichen Widerstandes. Und deswegen mache ich heute mal dieses Video, was ich nenne Anleitung zum Widerstand für Anfänger. Denn wenn du es noch nicht kapiert hast, nach 18 Monaten auf der Straße rumzulaufen und Demos zu machen und Herzchen zu bilden und all diesen ganzen Bullshit und Party zu machen und Schlagern zuzuhören, da lachen sich die Diktatoren nur halb tot. Widerstand geht anders und auch du kannst Widerstand. Auch du kannst dich wehren und auch du kannst was machen. Und das ist absolut perfekt legal. Ich habe dazu vor fast einem Jahr eine Anleitung geschrieben, My Way or No Way. Ich verlinke die auch hier drunter nochmal. Und bringen wir es auf die wesentlichen Punkte. Ärgere das System. Kämpfe gegen das System mit legalen Mitteln und zerstöre das System dadurch. Zerstöre die BRD. Nichts anderes ist das wichtige Ziel eines Widerstandes, der den Artikel 20.4 als Grundlage hat. Und auch dann kann man noch streiten, ob man dieses Grundgesetz überhaupt... Egal, anderes Thema. Schreib Strafanzeigen, 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 Strafanzeigen. Schreib gegen jeden, der dieses System unterstützt, Strafanzeigen. Schreib gegen Bullen, Strafanzeigen. Schreib gegen Direktoren von Schulen, Strafanzeigen. Schreib gegen Lehrer, Strafanzeigen, die deine Kinder zwingen, Sklavenwindel oder Test zu beachten. Schreib Strafanzeigen gegen Bürgermeister. Schreib Strafanzeigen gegen Leute in der Verwaltung, die dir keine Termine geben. Schreib Strafanzeigen, Strafanzeigen, Strafanzeigen. 10, 20, 30, 40 Strafanzeigen am Tag. Du kannst sie vom Blog schreiben. Und vergiss nicht zu verlangen, dass du über den Stand informiert wirst. Vergiss nicht, Widerspruch einzulegen, wenn das Verfahren eingestellt wird. Halte die Verwaltung auf Trab. Und jetzt sagen viele, ja, das bringt doch nichts. Doch, das bringt was. Es bringt das System zum Einstürzen. Und es bringt, macht auch etwas mit den Leuten, die das bearbeiten müssen. Die fangen auch irgendwann mal, nach langer, langer Zeit vielleicht, dann an, die Reste ihres Hirns, viel kann es ja nicht sein, sonst würden sie ja nicht beim Staat arbeiten, die Reste ihres Hirns zu benutzen, um zu sagen, ob sie das richtige System unterstützen, welches die Bürger unterdrückt. Und insofern, halt das System auf Trab. Und das geht auch über Strafanzeigen hinaus hervorragend. Verlange leserliche Kopien. Sie schicken dir irgendeinen Brief, kannst du halt schlecht lesen. Schreibst du zurück, kann ihren Brief leider nicht lesen. Können sie mir nochmal schicken. Dann schreibst du, ich kann den zweiten Absatz nicht lesen. Können sie mir das Ding nochmal schicken. Dann schreibst du zurück, ich verstehe nicht, wie sie den dritten Absatz gemeint haben. Könnten sie mir das bitte erklären. Alles nicht verboten. Aber kostet diejenigen, die in der Verwaltung des Unterdrückungsregimes gegen dich arbeiten, Zeit, Zeit und nochmal Zeit. Und das ist das, was das System dann irgendwann, wahrscheinlich sehr schnell, wenn es ganz viele machen, zum Zusammenbruch bringt. Also, halt das System auf Trab. Du zahlst Rundfunkbeitrag? Wie bescheuert ist das denn? Kein Mensch
braucht die öffentlich-rechtliche Lügenpresse. Die ist komplett überflüssig. Die muss weg. Und vor dem Hintergrund, hör auf, Rundfunkbeitrag zu zahlen. Das ist keine Straftat, das ist nichts Böses. Zahl einfach nicht. Dann kriegst du eine Mahnung. Und es gibt tolle Seiten im Internet, die dir erklären, wie man Rundfunkbeitrag verweigert. Dann zahlst du mal 5 Cent, dann ist ihr Bescheid wieder ungültig. Und. Das kannst du jahrelang machen. Wenn das, ich sage mal ganz einfach, 5 Millionen machen würden, wäre das System jetzt schon am Ende. Einfach Einzug widerrufen. Punkt. Und das kannst du genauso mit der Kfz-Steuer machen. Du kannst die Kfz-Steuer mit 5 Cent zu niedrig überweisen und sagen, sie haben sich verrechnet. Du kannst sagen, ich bezweifle die Berechnung ihrer der Kfz-Steuer. Und. Du kannst es mit jeder Sache machen. Du musst den Staat auf Trab halten. Das zerstört ihn dann. Und nichts anderes muss sein, damit dieses System zusammenbricht. Und das ist Widerstand nach Artikel 20.4 gegen diejenigen, die dir sämtliche Grundrechte genommen haben und die dich einschränken und die dich wie einen Sklaven behandeln. Anders wird's nicht gehen. Nicht mit Herzchenformen oder all diesem ganzen Bullshit, nicht mit weißen Herzluftballons und nicht mit Anleitungen zur Demonstration von dubiosen Gestalten, die auf Feuerwehrautos klettern. Das funktioniert nicht. Du musst schon dich selber bewegen. Du musst initiativ werden. Du musst deinen Teil beitragen. Ansonsten wird es ganz schnell, ganz dunkel, auch für dich. Denk mal drüber nach. Und mach das, was dir die Freiheit sichern kann. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.